Aber ich bin auch überzeugt, wir können sicher durch diese Krisen steuern. Deutschland kann neue Stärke entwickeln, Regeln allerdings, die andere brechen wollen. Dann, um unsere Demokratie zu zerstören. Sie greifen zu Desinformation, schamlosen Lügen, erfundenen Beschuldigungen. Im Netz, bei X oder TikTok und Co. Sie wollen unsere Gesellschaft kirre machen. Joko und Klaas haben einen Habeck, einem Olaf Scholz und einem Friedrich Merz ihren Sendeplatz überlassen, um ein wenig über Demokratie zu reden. Wir schauen uns das Ganze an. Ich kann Ihnen nur schon mal so viel verraten. An Heuchelei ist das Ganze nicht zu überbieten und vor allen Dingen auch nicht an, ja, sag ich mal, der Bevormundung oder dem Dummverkaufen des Bürgers. Schauen wir jetzt direkt rein. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich bin heute hier, um Ihnen etwas zu versprechen. Aber ich bin auch hier, um Ihnen etwas nicht zu versprechen. Ich fange mit dem Versprechen an. In den kommenden Wochen werden Parteien, Politikerinnen und Politiker miteinander ringen, streiten. Wahlkampf kommt ja von Kämpfen. Wir werden Unterschiede zwischen den Parteien herausarbeiten. Und das ist wichtig für Sie als Wählerinnen und Wähler, um zu wissen, wofür die Parteien stehen, was sie wollen und was sie unterscheidet, damit Sie dann Ihre Wahl treffen können. Wer die eigenen Vorschläge herausstellt, wird dabei die der anderen kritisieren. Im Jargon der Politik reden wir von Angriffen. Aber man sollte immer im Bewusstsein handeln, man trifft sich mindestens zweimal im Leben. Und in diesem Geist möchte ich Wahlkampf führen. Wenn meine Kinder früher in der Handballhalle ein Spiel hatten, mit dem Gegner rangen und die Tore wetteiferten, gab es für mich als Vater immer einen besonderen Moment des Stolzes. Nämlich nach dem Spiel. Dann standen sich Sieger und Verlierer gegenüber, die einen strahlend, die anderen enttäuscht, aber alle verschwitzt und dann reichten sie sich die Hand, klatschten sich ab. Und so werde ich es in diesem Wahlkampf machen. Ja, Herr Habeck, Sie Vorzeigedemokrat. Gehen wir doch mal in Ihre Analogie des Handballspielens hinein und vergleichen das Ganze mal. Also, die aktuelle politische Lage ist doch folgendermaßen. Die AfD als Handballteam gewinnt die Liga in dem ein oder anderen Kreisverband und bekommt letztendlich nicht den Titel, nicht die Meisterschaft, sondern der Zweitplatzierte bekommt diese Meisterschaft. Warum? Ja, weil man sagt, die AfD hat gedopt, aber es gibt ja keine Dopingtests in der Liga. Genau so ist es doch, wie es momentan abläuft. Ja, und da kann man natürlich hinterher davon sprechen, okay, die haben sich Handshake gegeben, aber hinterrücks, ja, wurde einem dann von der Tabelle einfach Punkte abgezogen. Das ist doch die wahre Heuchelei an dieser Stelle, dass man wirklich den Wählerwillen einer rechtskonservativen Mehrheit ignoriert. Aber schauen wir weiter, was Robert Habeck noch so zur Demokratie zu sagen hat. Klar in der Sache, aber voller Respekt und in dem Wissen, du musst dem anderen danach immer die Hand reichen können. Das, sehr geehrte Damen und Herren, das ist mein Versprechen. Ja, stellt sich nur die Frage, ob ein Robert Habeck auch in der Lage wäre, einer Alice Weidel die Hand zu geben für den Fall, dass sie gewinnen würde. Ja. Olaf Scholz und Friedrich Merz würden andere Bundeskanzler sein als ich. Aber, wie ich, fühlen sie sich dem Wohle des Landes verpflichtet. Uns eint, was die Spielerinnen und Spieler in der Halle eint, dass wir nach den gemeinsamen Regeln unserer liberalen Demokratie spielen. Ja, und zu diesen Regeln gehört es etwa, jemanden, der polemische Kritik an einem äußert, die Polizei nach Hause zu schicken, Herr Habeck? Regeln allerdings, die andere brechen wollen. Dann, um unsere Demokratie zu zerstören. Sie greifen zu Desinformation, schamlosen Lügen, erfundenen Beschuldigungen. Im Netz, bei X oder TikTok und Co. Sie wollen unsere Gesellschaft kirre machen. Ja, hier kommen mal wieder die Zensurfantasien eines Robert Habecks zum Vorschein. Ich meine, wir wissen ja auch alle, dass sie momentan schon daran arbeiten, eine Zensurbehörde mit Respekt aufzubauen. Und mit diesem Digital Trust Flagger oder wie auch immer das heißt. Ne? Das heißt, nur weil jemand eine andere Meinung hat, ja, oder ja, sag ich mal, ihre Politik in Frage stellt, ihre linksgrüne Ideologie in Frage stellt, Herr Habeck, ist es nicht immer gleich Desinformation. Und auch wenn man beispielsweise der Meinung ist, dass man wieder russisches Pipeline-Gas beziehen sollte, Herr Habeck, dann ist es auch keine russische Propaganda, sondern es ist einfach Politik und Meinung im Sinne
eines deutschen Patriotismus. Also meine Meinung ist, es würde für Deutschland besser sein, wenn man eigenen Interessen folgt und entsprechend aus wirtschaftlichem Interesse wieder günstiges Gas aus Russland bezieht. Das hat nichts mit Putin-Versteher zu tun, sondern das ist einfach nationaler Patriotismus. Aber davon kennen sie ja nichts, denn sie sind ja der Meinung, es gäbe kein deutsches Volk und Patriotismus und Nationalstolz wäre ja etwas ganz, ganz Schlimmes. Angst, Misstrauen, Spaltung herbeiführen. Dem sollten wir in diesem Wahlkampf als demokratische Parteien gemeinsam entgegentreten. Im Wettstreit in den Hallen und auf den Plätzen, in den Studios, gemeinsam für unsere Demokratie. Bündnisfähig. Was ich Ihnen dagegen nicht verspreche, ist das Blaue vom Himmel. Ich verspreche Ihnen nicht, dass plötzlich alles gut und einfach wird. Und, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie sich das auch nicht einreden. Lassen Sie sich nicht einreden, alles wird anders, weil die Regierung eine andere ist. Weil wieder irgendwelche Wenden herbeigerufen werden. Die Wirklichkeit, mit der sich jede Regierung gleich welcher Konstellation auseinandersetzen muss, ist exakt dieselbe. Wir leben mit der Gleichzeitigkeit der Krisen. Keiner kann sie wegzaubern. Diese Wirklichkeit geht auch nicht weg, wenn man sie ignoriert. Und wer Ihnen etwas anderes erzählt, erzählt Ihnen etwas Falsches. Aber ich bin auch überzeugt, wir können sicher durch diese Krisen steuern. Deutschland kann neue Stärke entwickeln, wird neue Stärke entwickeln, wenn wir uns der Realität stellen, wenn wir die Dinge beim Namen nennen, wenn wir Lösungen für die Probleme anbieten, statt die Probleme zu beklagen. Ja, auch hier muss man einfach mal sagen, um Probleme zu lösen, muss man gewisse Probleme überhaupt erstmal ansprechen. Und das tun sie ja nicht, Herr Habeck. Offensichtliche Probleme bei der Migration, international, Außenpolitik, Geopolitik und natürlich auch hinsichtlich der Energiewende sprechen sie ja gar nicht erst an, beziehungsweise ignorieren sie. Sie ignorieren beispielsweise, dass wenn der Wind nicht weht, ja, eine Windkraftanlage keinen Strom produziert und das auch nicht zur Grundlastfähigkeit somit beitragen kann. All das ignorieren sie einfach und dementsprechend lösen sie dieses Problem auch nicht, dass wir eine Energiewende machen, die das Stromnetz sehr, sehr vulnerabel macht und die den Strom natürlich enorm verteuert. Diese Lösungen, sie müssen nicht allen gefallen. Dann sollten bessere her. Und wenn ich der Meinung bin, andere haben bessere Lösungen, dann werde ich das zugeben, sie übernehmen und den politischen Mitbewerber dafür loben. Hauptsache, wir lösen die Probleme und verzagen nicht, wenn neue kommen. Diese Zuversicht, die habe ich. Deutschland hat die Kraft. Gemeinsam haben wir die Kraft für diese Zeit. Ja, immer diese leeren Politikerfloskeln kann man langsam auch nicht mehr hören. Ne? Mit einem Habeck sieht man, ja, jetzt seit 3 Jahren wird das sowieso nichts. Ja? Also da kann er uns jetzt auch seine Märchen weiterhin erzählen. Glauben tut es doch sowieso keiner, außer die 14%, die derzeit noch die Grüne Partei wählen würden. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.